Warum muss man meine Grafik faken, um noch mehr Hass und Hetze zu erzeugen? Auf dem Thumbnail zum letzten Kaiser-Video über mich wurde der nach links zeigende Daumen um einen nach oben zeigenden Mittelfinger erweitert. Also links aus Sicht der Betrachterperspektive. Sogar der Hintergrund wurde geändert mit den Worten »Der Meinungspirat feuert zurück« im Titel. Und das, obwohl er ja das letzte Video gesehen hat, wo erklärt wird, dass mein Video als Satire zu verstehen ist. Es stand ja auch in der Kanalbeschreibung. Wieso also nicht meine Grafik verwenden mit großem Zwinker-Smiley aus dem letzten Video und dafür lieber eine zusammengebaute Grafik verwenden, die es gar nicht gibt? Warum muss man mit solch einer Grafik die ganze Sache noch befeuern? Warum soll ich also bei einem zu Hass und Hetze aufrufenden Video gegen mich überhaupt draufklicken und es mir anschauen? Soll ich das als Satire verstehen? War dann vielleicht auch das erste Video von ihm Satire, weil er von Anfang an wusste, dass meins Satire ist? War das alles gespielt? Oder wie muss ich das verstehen? Ist es als Satire zu verstehen, dass die Zuschauer seiner Videos animiert werden und wurden, Hass und Hetze zu verbreiten? Sollte man Zuschauer dazu benutzen? Sind Zuschauer dafür da, um Hass und Hetze zu verbreiten? Ich frage mich, wie muss ich das verstehen? Da versucht man Kritik am Hass- und Hetzespiel von YouTube zu üben und es wird zum wiederholten Mal genutzt, um Hass und Hetze zu verbreiten. Könnte es also sein, dass ich von Anfang an richtig lag, als ich mich dazu entschied, in übertriebener, überspitzter Art und Weise dem Kaiser den Spiegel vorzuhalten, weil er Hass und Hetze verbreitet und sich das durch sein zweites Video schon durch die Verwendung einer geänderten Grafik zeigt, dass selbst wenn man ihm sagt, war anders gemeint als angekommen, das ist Satire, es war überspitzt, er dann aber trotzdem weiter auf Hass und Hetze setzen muss? Wie muss ich das verstehen? Warum will man hier auf YouTube immer wieder Hass und Hetze? Warum will man keinen Dialog, sondern lieber Hass und Hetze? Reagiert mit Hass und Hetze? Wie muss ich das verstehen? Was soll ich noch sagen? Was gibt es überhaupt noch zu sagen, wenn es hier wohl am Ende nur darum ging, Hass und Hetze zu verbreiten? Oder sollte man einfach nichts sagen, weil das laute Schweigen gegen Hass und Hetze die Lösung ist? Wir müssen wohl in der schönsten Welt leben, die es jemals gab. Ich danke dir, YouTube, dass du das möglich machst.